Abend und herzlich willkommen zu diesem Treffen. Ich freue mich, dass es die Möglichkeit gerade so gibt, dass wir uns so viele jetzt auch sehen, vor allem in der Zeit, wo es nicht immer physisch möglich ist. Und ich gehe mal davon aus, dass das Thema auch euch interessiert. Zumindest bin ich dann darauf gekommen, natürlich, indem ich viele Grußkarten zu Weihnachten und Jahresende bekommen habe und eben auch solche weiter verschickt habe. Und bei der dritten oder vierten habe ich kurz innegehalten und habe geschaut und ein bisschen so mir bewusst geworden, was schreibe ich denn da eigentlich? Und zwar, ich hatte natürlich eine konkrete Person vor mir, also jetzt in der Vorstellung und adressiert. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und begann überhaupt erst einmal zuzulassen, was das alles mit mir macht, indem ich es schreibe. Noch nicht mit der Person, an die ich es schreibe, sondern mit mir. Und ich stellte fest, dass natürlich so ein Fest wie Weihnachten oder Neujahr dazu verleitet, einige Grüße zu schreiben. Und je mehr es werden, zumindest neige ich dazu, ein bisschen schneller zu werden. Und naja, man muss es machen und so weiter. Aber daran habe ich mich auch ertappt. Aber sind viele Menschen, ich schreibe zwar einige Karten, aber nicht so viele, dass ich mechanisch werden müsste. Und von daher war bei diesem Innehalten etwas von einer Benennung für mich, die für mich selber wichtig war. Nämlich, wenn ich wünsche und schreibe und in dem Augenblick, in dem ich es tue, nur bei den Bedeutungen der Wörter bin und ja klar, alles Gute und so weiter, und irgendwie reicht es mir nicht. Es entspricht auch nicht dem, was wirklich geschieht, so es geschieht. Nämlich, wenn ich dir wünsche alles Gute, dann wünsche ich dir eben nicht, dass dir das geschehen möge, was du oder ich uns nur unter Gutem vorstellen, weil das nicht geht. Auch wenn wir manchmal im Vorbeigehen zu jemandem sagen, mach's gut, lass es dir gut gehen. Dann meinen wir natürlich, ja gut, möge ihm oder ihr das passieren, was sie sich wünscht. Aber das ist zu kurz gegriffen, denn das Leben ist umfangreicher und viel komplexer als die Lotterie mit solchen Wünschen. Dass eben nur das passiert, was du dir wünschst und der Rest wo? Und noch was anderes. Also ich merkte, dass die ganze Verkörperung bei Wünschen interessant und wichtig ist. Denn die Verkörperung bewirkt vermutlich etwas. Ich glaube, wir haben das gespürt. Ob man das beim Lesen herauslesen kann, weiß ich nicht. Aber wenn dir jemand wirklich in die Augen schaut oder vor dir steht und sagt, ich wünsche dir alles Gute, dann glaube ich, nicht so sehr verstandesmäßig, aber in deiner ganzen Persönlichkeit, deinem ganzen System basierend aus der ganzen Wahrnehmung und Resonanzfähigkeiten, wie wir sind, dass dein System nicht so sehr auf die explizite Bedeutung des Wortes reagiert, aber auch sehr stark darauf, wie die Person, die vor dir steht, es sagt. Und das ist der Punkt, der mich beim Schreiben erwischt hat. Das heißt, das Schreiben selber plötzlich hat mich versetzt in die Haltung des Gutseins. Und diese Haltung wiederum war natürlich, ja gut, geht's mir gut? Nein, nein, nein. Das Gutsein hat kein Gegenteil. Und das war für mich in dem Augenblick erneut wieder etwas sehr Wichtiges. Denn ihr wisst ja alle, wir
wir sind gezwungen, aufgrund der Sprache und des Denkens bipolar, also in Gegensätzen zu denken, weil die Sprache sich sonst kaum entwickeln könnte. Und wenn man gut sagt, dann denkt man im Hinterstübchen schlecht. Als komplementär, damit man sich unterscheidet und abhebt. Aber interessanterweise, so ist es jetzt nicht gemeint. Wenn man gut meint, meint man das, was ist und alles, was ist. Da ist kein Platz mehr für Komplementäres. Es könnte ja das Gegenteil passieren. Aus dem einfachen Grund, weil das Leben kein Gegenteil kennt. Und auch der Tod ist nicht der Gegenteil vom Leben. Denn auch das werden uns hoffentlich einige gut wünschen. Beispielsweise ein guten Abschied oder gutes Sterben, das gelebt werden will. Das bedeutet, die Verkörperung beim Wünschen erschien mir fundamental für das Wünschen selber. Denn wenn ich nicht in der Verankerung mit dem So-Sein des Lebens bin, indem ich nicht sagen kann, das ist jetzt schlecht. Denn um das sagen zu können, müsste ich irgend so eine jenseitige Position haben, um auf das Leben zu gucken als Ganzes und sagen, das bitte nicht. Auch wenn es manchmal schmerzhaft oder schwierig ist für uns, so wissen wir nicht, in welchem Kontext und Zusammenhang das alles steht. Und deswegen ist dieses Gutsein, der sogenannte gute Wunsch, vielleicht eine Einladung, nicht nur an jemanden zu denken, dem wir was Gutes wünschen, sondern zunächst einmal eine Verortung, eine Verkörperung von uns selber in der tieferen Anerkennung dessen, dass das Leben an sich gut ist. Nur dann, wenn ich in der Lage bin, in diesem Augenblick das Leben so zu verkörpern, macht es Sinn, zumindest aus meinem Erleben, macht es Sinn, jemandem zu schreiben, ich wünsche dir alles Gute. Tue ich es nicht, bin ich nicht so verkörpert, dann weiß ich eigentlich nicht, was ich schreibe. Und dann hat das, was ich schreibe oder sage, auch keine Kraft. Und dann hört das jemand, so wie er es häufig hört, und dann ist es eine Floskel, na ja klar, was soll es denn so sagen? Aber es wirkt nicht so gut. Deswegen schaut, oder das ist so eine Einladung mit diesem kleinen Text natürlich zu Neujahrs, aber wir haben genügend Gelegenheiten, um uns was Gutes zu wünschen oder wo das in unserer Kultur üblich ist, dass man es tut. Und deswegen wäre es vielleicht interessant, sogar schön, wenn wir, die das tun, es in diesem Moment verkörpern. Denn dann ist das nicht nur ein Wunsch, sondern auch als Geschenk. Und zwar nicht, weil wir es schenken. Wir schenken nicht das Gute und wir brauchen das Leben nicht zu belehren, als dass es für jemanden gut sei. Sondern vielleicht sind wir in der Lage, so dazustehen, dass wir das Leben in seinem So-Sein und damit Gutsein verkörpern. Und damit ist es die Einladung und die Resonanz und die Inspiration für jemanden, den wir mögen in dem Moment oder der aufgrund der Situation vielleicht gerade dieses empfangen könnte, nämlich dieses Gutsein, als dass ihr oder ihm nicht nur die Augen, sondern auch das Herz, die Seele, wie auch immer wir es nennen, aufgehen inmitten des Guten. Weil es immer schon ist. Und dann stehen wir da. Du als der Wünschende
der oder die als die Empfangene inmitten des Guten. Alles andere, irgendwelche Kistchen und Verpackungen sind drum nicht mehr nötig. Denn dann ereignet sich das Geschenk für uns beide und vielleicht noch für mehr. Und das wäre zumindest eine neue Dimension des Wünschens. In dem Sinne eine kurze Rekapitulation des Textes mit der Betonung der Punkte, auf die es mir angekommen ist. Danke fürs Zuhören.